Hallo, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen, schweren Mission hier in Path of Exile, denn Ernie hat ja so eine ganz fiese Monsterkarte rausgesucht. Moment mal. Also erstes möchte ich hier mal erwähnen, wir befinden uns in meinem Hideout und als ihr da eben noch nicht dabei gewesen seid, ihr Lieben, ja, hat der olle Doom doch allen Ernstes behauptet, dass meine Kiste seine wäre. Das ja, mal vorweg. Ja, der Kisten gehört alle mir. Alles meine Kisten. Nein, nein. Und das Zweite, es war auch sein Wunsch, dass wir eine Dünenkarte in eine goldene Karte, sie war vor weiß und jetzt ist sie gold. Ja, doch nicht so schlimm. Das wollte ich gar nicht. Na doch. Da hast du mich falsch verstanden. Ja. Ich ja schon. Na, jedenfalls, klar, ist die, ne? Jedenfalls wird die, also die wird knackig. Ja, auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie oft wir sterben. Wir schauen mal. Und deshalb betreten wir. Ach, du bist schon rein, ja? Ja, ich bin gerade so reingegangen. Könnte ja eine Kiste drin sein. Meine Kiste könnte da drin sein. Warum blitzt das hier alles so komisch? So. War doch, also teilweise schockender Boden war doch hier irgendwie. Da könnt ihr mal sehen, ich habe mal die Tab-Taste hier, schockender Monsterleben, Monster. Geht ja schon früh los. Also die ist hier knackig, ne? Ja. Vor allen Dingen hier 64% zusätzlicher Schaden und so. Nett ist die nicht, definitiv nicht. Ich lasse dich mal gehen, ich bleib hier. Das ist dann eine Schockende Boden. Ich werde das jetzt einfach mal austesten, was passiert. Ich laufe mal durch, ja? Mach mal. Entschuldigung. Ja, also, ich weiß nicht. Also, passiert irgendwie so gar nichts. Ich weiß nicht. Also, wenn ich jetzt mal gucke, also da werde ich schon irgendwie so umwabert, aber irgendwie... Hier, guck mal, die Schildkröten hier, die sind bestimmt saugefährlich. Ah, die Biester, die hasse ich. Jau. Die Biester, die gehen ja noch. Ah, das ist dieser. Ah. Au, 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 au. Ja. Was war das? Es tat auf jeden Fall richtig weh. Also was auch immer das hier alles war. Das hat richtig Aua gemacht. Da kommen die nächsten. Ja, vor allem diese komischen grünen Kreise irgendwie. Naja, ich konnte dann echt nur sehen, dass ich wegkomme, ehrlich gesagt. Ja, war ja auch vernünftig. Also mein Elementar ist schon mal gar nicht mehr da. Oh, jetzt wo du sagst. Und das hält eigentlich immer recht gut durch. Also egal, was hier passiert, ne? Das hier kommt die nächste Horde. Also egal, was hier passiert, das haben wir uns redlich verdient. Alter, diese grünen Kreise sind ganz schön scheiße. Ja, die ziehen aber mit einmal ganz schön ab da. Ich weiß gar nicht warum. Ich weiß gar nicht, was es ist. Mann. Ich nehme mal den Schleifstein so lange. Ja. Ich finde, so ein Schleifstein hat ja auch was. Ja, ich finde, wir sollten. Da musst du ja auch deine Waffen hier noch ein bisschen schärfen. Schärfen? Ja, das wirst du hier auch brauchen. So, mit dem Verstand wird das ja schwierig. Da ist ja nichts mehr. Der ist ja schon scharf wie ein. Nee, ich hätte das jetzt anders formuliert, aber lassen wir das. Das sind ja auch mal zwei Dinge. Das eine, was man denkt. Und das andere, was man ausspricht. Ich verstehe. Ich habe verstanden. Ach, das hat der. Die haben ja Schmerzen zugefügt. Gut, wir hätten die doch nur blau machen sollen. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass jetzt hier irgendwie dick und fett irgendwie Items fallen. Nein, das tun sie definitiv nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die Gegner hier treffen will. Das ist übrigens eine Stufe 5. Ganz genau. Sie nennt sich Düne, hat mit ganz netten Beinamen, so nach dem Motto, ihr seid scheiß und tot. Ja, das so indirekt gesagt, dass... Dünen des frühzeitigen Todes oder irgendwie so. Ja, irgendwie sowas. Ja. Was? Eisel des Kartografen, das klingt auch irgendwie total bescheuert.
Ja, da kannst du die Maps, ja, glaube ich, kannst du damit, wobei ich nicht genau weiß, was es bringt. Also ich finde diese hier schon schwierig genug, also da muss ich nicht noch irgendwas tun. Ja, ich weiß auch gar nicht so ganz, was es denn irgendwie so genau für Auswirkungen hat. Nicht so richtig. Oh, der will gar nicht umfallen. Ist das der... Nee, der Schmied ist es und der ist auch nicht nett, der Bursche. Der lebt ja immer noch. Widersteht Chaos, okay. Ja, ich mache ja keinen Chaos-Schaden, also von da ist mir das Wumpe. Lässt du mich mal in Ruhe, Arschloch? Seh zu, dass du wegkommst. Der hat ja schon wieder voll. Oh, ach du Scheiße! Tot. Da habe ich nicht mehr schnell genug die Null gedrückt. Ich weiß gar nicht, warum der schon wieder voll hat. Der leecht irgendwie, aber... Anders kann der ja schon... Anders kann er nicht. Oh, wenn dein Anspringen ist aber vorbei. Yep, das habe ich nämlich auch gerade gemerkt. Haust du? Sag mal. Aua, der hat mir Aua gemacht. Doof, ne? Ja. Lebst du denn noch? Ja. Lebst du denn auch noch gut? Und der haut auch zweimal auf mein Totem, dann ist das weg. Die Saudi, wo ist denn das? Das ist ja hier. Ah, ich glaube, ich kann hier näher. Und der macht auch diese grünen, fiesen Kreise. Jetzt Alter, ich bin hingesprungen und ich war sofort tot, ne? Sofort. Instant Death. Alter, meine ganzen Punkte, die ich schon wieder angesammelt hatte, sind schon wieder alle weg, ne? Oh, so, ich also. Essen. Das ist so. Alter, wir haben eh nur noch ein Portal. Also das ist jetzt das vorletzte, was ich gerade nutze. Mhm. Bist du denn schon da? Wieso komme ich da nicht durch? Kann mir das meiner verraten? Ich möchte gern das Portal nutzen, aber es geht nicht. Wieso nicht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich komme nicht rein. Ist kein Scheiß jetzt, ne? Ich kann das Portal nicht. Was soll denn das jetzt? Jetzt klicke ich mal da. Nein. Das ist ja merkwürdig. Ich komme da nicht rein. Und ich wollte da gar nicht rein. Warum kommst du hier nicht rein? Normalerweise klickst du doch einfach nur das Portal an und gut ist. Und wir haben hier noch zwei Portale stehen. Aber, sag mal, will der nicht toll, jetzt kommt da auch noch so eine... Alter, willst du mich verkackeiern? Ah, jetzt hat's geklappt. Warum auch immer. Jetzt haben wir noch eins da. Also ich komme mal mit zu dir in deine Richtung. Ja, finde ich nicht in Ordnung. Du kannst den eigentlich für dich behalten. Was hast du gerade gesagt? Dass du den gerne für dich behalten kannst. So, was habe ich denn dann noch eigentlich? Die drei habe ich hier noch. So. Alter, springt der Sack mich nicht schon wieder an? Cool, hast du Fallen geworfen da oder was hast du gemacht? Ja, hab ich. Geil, geil. Ach, herrlich. Ist der Sack tot? Ja. Da habe ich schön in meine Fallen gelaufen, der Penner. Ja, ich glaube, ich habe meinen Totem da reingebummt, glaube ich, irgendwie. Und, dann dachte ich schon, scheiße, jetzt hat der Sack mich oder so, mit einmal ist er zerplatzt. Ja, das so finde ich doch in Ordnung. Das ist ja geil. Das finde ich aber auch in Ordnung. Aber das war er auch, ne? Das war er auch, Tatsache. Ja. Also ich habe einfach nur Fallen dahin geworfen und dachte mir, gleich ganz schnell wieder weg, sozusagen. Das finde ich mal gute Aktion von dir. Sterben, Fallen werfen. Nein, das geht nicht. Nein. So, jetzt müssen wir eigentlich noch ein bisschen wieder nach oben, ne? Und das war nicht der Endgegner. Nein. Doch, haben wir doch gerade die Meldung gekriegt, glaube ich, ne? Echt, haben wir? Dann habe ich es nicht gesehen. Vielleicht, weil ich tot war. Ich glaube. Was glaubst du? Soll ich mal kurz gucken hier? Grotte? Nee. Fünfer. Trugbild. Friedhof. Also Dünen ist das. Warte mal, ich muss mal suchen vielleicht hier. Dünen. Doch, die ist bei mir als abgeschlossen, ja? Warte mal, ich guck auch mal oben.
Hast du das mit Ü oder mit UE geschrieben? Mit Ü habe ich das geschrieben. Achso. Warum zeichnet das bei mir nicht an? Warte. Nee, wo sollen die sein ungefähr? Die ist... rechte Seite. Oben. Warte mal eben. Rechte Seite oben. Oben, dann hast du ja diesen Strang nach unten und ich sag mal so, von der mittlersten gehst du wieder nach links. Also von der ausgetrockneten See wieder ein Stückchen nach links. Stimmt, die ist bei mir ja hell, also erledigt. Ja, super. So, dann machen wir noch den Rest weg und gucken, ob wir noch ein paar Items finden können. Mhm. Was ist das war? Ich weiß aber nicht, warum der vorhin wieder volles Leben hatte. Es ist keine Ahnung, also geleecht hat er eigentlich nicht. Der hat mich getötet, indem er mich angesprungen hat. Ja, das hat er bei mir auch mal versucht oder so. Und nachher hat er es ja auch nicht wieder gehabt. Das hat er nur einmal gehabt, oder? Das ja. Muss er, als er dich gekillt habe, kriegt für jeden Tod für oder jeden so. Für Kill mal eben kurz. Könnte ja höchstens sowas dann gewesen sein. Ja, das ist ja. So ein Arsch. Aber ich kann dich auch nicht leiden. Nein, nicht wirklich. Ja, hier kommt mal ein Dicker. Alter, ich bin so schon wieder tot, ne? Aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich an meiner Skillung ändern soll. Liebe Zuschauer, die das bei Doom oder bei mir kommt. Wie, du bist nicht tot, ne? Ne, dann bin ich jetzt hier alleine. Das finde ich nicht in Ordnung. Und du kannst auch nicht wieder rein. So, ihr Lieben, ihr könntet jetzt den Kanal switchen und mir beim Sterben zugucken. Dunkler Töter, so was hat mich denn da irgendwie, die haben mich alle aufs Mal. Ich weiß nicht, ich hatte ja wieder kein Mana mehr wegen Schaden. Und dann wollte ich ja hier Decoy Totem und das ging dann natürlich nicht, weil ich kein Mana hatte. Ja. Ich versuche jetzt mal so lange zu überleben, wie es geht. Ja, und jetzt stehen sie hier rum auf mir. Und da muss irgendwo, muss da noch ein Unique Item gefallen sein. Echt? Ja, ich habe das gehört. Das vom Geräusch ist das ein Unique Item gewesen. Das liegt da, wo ich gestorben bin. Ja, wenn ich und das wo finde, hier 15, 25, 85 Monster. Wenn ich das mal finde, wo du gestorben bist. Warte mal, wenn du jetzt so nach oben gehst, dann findest du mich. Jetzt müsstest du nach oben. Hier nach oben? Ja. Oh ja, hier sind auch noch Gegner. Ja, und da stehen sie auf dem Haufen. Ja, sie haben dich gesehen. Sie bewegen sich hier. Nee, das waren sie noch nicht. Nee, das waren sie noch nicht. So, jetzt müssen sie nach oben. Ja, du kommst näher. Jetzt. Oh, wo bist du jetzt hingesprungen? Ich habe mich einfach nur weggeportet von der blöden Horde. Ach so, genau. Da lauern sie rum. Und da irgendwo muss das gefallen sein. Hallo, Jungens. Ja, genau. Da liegen. Autsch! Ja, siehst du, dass du da... Alter! Machst du dir... So gut es geht einzeln. Die Viecher hier, die machen so einen Schaden. Diese großen Kaulquappen. Hallöchen. Noch jemand? Jo. Oh, ich kann ja mal meinen Fertigkeitsbaum machen. So. Alter, jetzt kommt da drüben auch noch was angelaufen. Ich habe hier auch noch eine Juwelenfassung, fällt mir gerade mal auf. Also hier soll was rumliegen, sagst du? Ja, da muss irgendwo, also ich tippe mal, jetzt muss ich direkt mal gucken, stopp mal. So, und wenn du jetzt nach ein bisschen nach links und dann gleich nach oben gehst, da müsste das irgendwo gewesen sein, weil da habe ich ein bisschen was, da haben wir ein bisschen was mit Holz. Ui, ein Unique-Krummbogen. Siehst du? Und jetzt bin ich vollgepackt, leck mich am Arsch. Irgendeine scheiß helle Rüstung geht dafür weg. Teleportier dich doch mal eben zurück. Der ist aber, ich weiß nicht, warum sowas dann fällt, ne? Das muss ich jetzt auch mal so sagen. Alter, wer hat denn gesagt, dass du jetzt angelaufen kommen darfst? Danke. Ich weiß ja, das Problem ist, ich weiß ja auch gar nicht mehr, ob das was Gutes ist, ne? Das ist ja auch immer so eine Sache. Man weiß das nicht, da gebe ich dir absolut recht. Hallo, könntest du mal? Danke. So, gucken wir mal weiter, was wir noch für... Auf jeden Fall haben wir mal wieder ein Unique Item gefunden. Weißt du, wie lange das her ist?
Was ist denn ein Unique Item? Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ein Legendary, wenn du das mal sagst. Ach ja, jetzt ganz schwach, ganz schwach. Hier, nimm. Sag ich doch, nimm. Oh, was wollte ich jetzt hier? Hier wollte ich gar nicht her. Ja.